Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trading Comedians. Heute mal wieder mit dem Team of the Week Investing Video. Und ich kann euch sagen, auch diese Woche sieht so aus, dass wir wirklich wieder richtig viele Coins machen können. Wir werden gleich auf das Team of the Week eingehen. Wir gucken uns ganz kurz vorher noch ein paar Verkäufe an, denn es kam heute eine SBC, die dafür gesorgt hat, dass die ein oder andere Investition nach oben gegangen ist. Und das Interessante ist, ich habe erst im letzten Video eine Karte, die wir auch zufällig dann über Footbin wieder gesehen haben, die ich euch mal vor mindestens 2, 3 Monaten mal als Investition empfohlen habe. Und davon hatte ich noch einige im Verein, die habe ich wirklich jetzt schon seit 3 Monaten im Verein. Und die Karte ist jetzt auf 4.400 Coins hochgegangen oder 4.300 Coins. Und die haben wir damals. Also beziehungsweise habe ich die Hälfte oder über die Hälfte der Karten für 1.500 Coins bekommen, habe aber auch noch 3 Stück oder 2 Stück gehabt, die ich für 3.500 mal gekauft habe, der dann zwischenzeitlich wirklich deutlich nach unten gegangen ist und da habe ich damals zu viel bezahlt, beziehungsweise hat sich die Investition damals nicht gelohnt. Aber trotzdem habe ich die Karten gehalten und jetzt wieder für Profit verkauft. Von daher, ja, hat sich das alles dann letztendlich doch noch rentiert und zwar kam hier Kostas Manolas als Karte. Ich bin auch am Überlegen, ob ich den holen soll, aber ich glaube, ich werde es nicht machen, denn wir haben mit Kim Pembe einen Spieler, der vor allem, wenn PSG jetzt weiterkommt, nochmal eine geupgradete Karte ist, die definitiv da mit gleichziehen kann. Und Kim Pembe gefällt mir so extrem gut, dass ich wahrscheinlich die Karte behalten werde. Aber Manolas wäre auf jeden Fall eine sehr tolle, schöne Alternative. Hätte ich eigentlich schon Lust zu spielen. Aber mal gucken, was ich da machen werde. Hier seht ihr auf jeden Fall die SBC. Ihr seht hier 11 Spieler, 11 Champions-League-Karten. Und das ist sehr, sehr interessant. Das wird dafür sorgen, dass ein paar Karten richtig hochgehen werden oder hochgegangen sind. Und besonders interessant sind natürlich, wenn man hier 11 Spieler braucht, bestimmte Positionen. Und ihr wisst, es sind immer die Außenverteidigerpositionen. Hier habe ich versucht, irgendwie ein bisschen was zu basteln, um die vielleicht selber zu machen. Aber da müsste ich definitiv was nachkaufen. Also hier die Außenverteidiger, ganz klar, vielleicht auch ZOMs vielleicht interessant von den Ratings her. Guckt euch alle Champions-League-Karten an, was die kosten, ne, die ihr im Verein habt. Auf jeden Fall Außenverteidiger, vor allem mit einem 82er Rating. Das hatte ich im letzten Video gesagt und so ist es halt passiert. Und das ist die Karte, die ich euch jetzt zeige. Und zwar ist es Fernandes, Mario Fernandes, 4.300 Coins. Und ihr seht, hier habe ich noch 4 Stück. Wenn ich nicht sogar noch einen hier irgendwo habe. Ich habe eben vorher schon eine Runde 3 Stück verkauft. Also wir hatten 7 Fernandes oder so etwa im Verein, die wir verkauft haben. Hier ist noch einer, den werde ich jetzt auch noch verkaufen. Ihr seht hier, 1.500 Coins haben wir da bezahlt für und wir machen jetzt hier unseren schönen Profit von ja, knapp 3.000 Coins. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Dann habe ich noch hier in Chesney und in Skriniar investiert. Das habe ich über Instagram gepostet. Wir gucken mal, was der aktuell kostet, ob der sich noch lohnt. Ja, ist auf jeden Fall unter 40.000 Coins zu haben. Müsst ihr mal schauen, was sein Preis ist. Denn Skriniar ist nicht nur eine Karte, die von den Stats her richtig gut ist. Guckt euch die Karte an, das ist eine richtig starke Karte. Da sind 33.500 Coins generell sehr, sehr wenig, weil es halt auch eine sehr spielbare Karte ist. Aber dazu kommt noch, dass Skriniar sowie Chesney gehören zu den günstigsten 87er Karten, die es überhaupt auf dem Markt gibt. Die 87er sind natürlich ein bisschen teurer wie normalerweise aktuell. Aber wenn jetzt die nächste Champions League SBC kommt und man braucht vielleicht mal ein 86er Rating und braucht auch solche Champions League Karten in dem Team, dann können die hochgehen. Und vor allem können die dann speziell hochgehen. Und dazu sind sie zusätzlich noch die Karten, die zu den günstigsten normalen 87er Rated Karten gehören. Und die werden definitiv hochgehen. Bin ich sehr überzeugt von. Werde da auf jeden Fall mal gucken, wie der Preis sich verläuft und dann werde ich den aber auch wahrscheinlich recht schnell wieder verkaufen, die Karten hier, um einfach die Coins wieder auf dem Konto zu haben und in andere Sachen zu investieren und zum Beispiel das Team of the Week, denn da ist wieder was Interessantes dabei. Vorher gucken wir uns noch Fabian an. Da ist es ja sehr bitter gelaufen. EA hat Fabian kein Upgrade bekommen, wo ich mich sehr drüber geärgert habe. Das habt ihr im letzten Stream gesehen, weil ich einfach so überzeugt von war, dass der sogar ein Upgrade plus 2 bekommt, weil ich eigentlich damit gerechnet hätte, dass der nicht nur ein Upgrade bekommt, sondern definitiv 1 plus 2, weil er so eine extrem starke Saison spielt. Aber EA hat ihm leider gar kein Upgrade gegeben. Trotzdem werde ich die Karte halten. Wir würden sogar, glaube ich, momentan Profit mit ihm machen, aber halt nur minimalen Profit. Und zwar wäre das wahrscheinlich jetzt, ja, 300, 400 Coins. Ich werde die Karte aber trotzdem halten, denn vor allem die SBC, die heute kam, wird dafür sorgen, dass die Preise hier nochmal ein bisschen ansteigen. Vielleicht kommt noch eine weitere SBC. Es soll ja noch eine SBC kommen in den nächsten Tagen.
dann könnte Fabian auch so nochmal auf 3.500 bis 4.000 Coins hochgehen und dann werden wir die Karte trotzdem mit einem schönen Profit verkaufen. Ansonsten, letzte Sache, es gibt noch ein bisschen was abzuarbeiten, deswegen wird es heute ein bisschen länger dauern und zwar, ja, an Sommerinvestitionen, da haben wir über 500.000 Coins Profit gemacht. Schreibt mir da unbedingt in die Kommentare, wer da investiert hat. Ich werde es auch im nächsten Video mal ja, die Verkäufe hier zeigen im Video, damit ihr auch wirklich seht, dass ich die Coins wirklich gemacht habe. Die meisten haben über Instagram wahrscheinlich schon gesehen, dass wir da Profit gemacht haben. Die hatten wir damals für 38.000 Coins gekauft. Ich hoffe, ihr könnt euch da noch dran erinnern, als wir da investiert haben. Da habe ich euch gesagt, vor allem stand im Titel, mit dieser Headliner-Karte reich werden oder könnt ihr reich werden. Und so ist es tatsächlich passiert. Die Headliner-Karte, 15 Mal habe ich sie gekauft. Auf 80.000 Coins ist sie hochgegangen, beziehungsweise sogar noch teurer. Aber 80.000 war eben der Maximalpreis, für den man, also die Price Range, für die man die Karte verkaufen konnte. Und weil ich mir nicht sicher war, ob EA da diesen Fehler, den sie gemacht haben, sie haben ja die Karte auf 92 geupgradet. Ich war mir nicht sicher, ob die das nochmal rückgängig machen. Deswegen habe ich den dann lieber direkt verkauft, um da den sicheren Profit mitzuholen. Und der war schon so gigantisch. Wir sind bei über 500.000 Coins Profit, dass ich mich da auf jeden Fall sehr gefreut habe, dass das so funktioniert hat. Und ich hoffe, der ein oder andere von euch hat auch dort investiert. Once-Watch-Karten habe ich ein paar mitgeholt. Leider sieht es da sehr, sehr schlecht aus. Ich werde wahrscheinlich aber trotzdem 0 bei 0 rauskommen. Quaiarella hat sich mega gelohnt. Haben wir ja auch mal investiert ins Team of the Week. Von 30.000 Coins auf 48.500, vielleicht sogar noch teurer. Jetzt ist er am 87er-Rating. Wahrscheinlich habe ich den auch zu früh verkauft. Gucken wir mal ganz kurz noch. Aber auch das war eine Investition, die sich extrem gelohnt hat. Aber wir gucken ganz kurz mal zusammen, was Quaiarella mittlerweile kostet, weil das ist schon sehr interessant. Ich denke mal, wahrscheinlich haben wir den zu früh verkauft, aber es ist nicht so schlimm. Wir haben trotzdem über 15.000 Coins Profit gemacht und die holen wir sehr, sehr gerne mit, würde ich sagen. Und da gucken wir mal, was der denn mittlerweile kostet. Und ja, sieht auf jeden Fall so aus, als ob der ein bisschen teurer ist. Hier 57, 50.000, nee, da haben wir tatsächlich den auch für einen guten Preis verkauft, die Karte. So, gut, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt die Team of the Week Karten an. Wir haben jetzt genug über unsere alten Investitionen gesprochen und schauen uns jetzt mal an, was in der Zukunft so geht. Und zwar Team of the Week, und da sind richtig gute Investitionen wieder dabei. Ihr wisst aber, dass die Preise zu teuer momentan sind. Heißt, ihr müsst euch jetzt selbstständig so ein bisschen die nächsten Tage über Footbin so die Preise anschauen. Denn es ist wieder schwierig vorauszusagen, wann der günstigste Preis sein wird, weil wir eben noch dieses laufende Event haben. Wir haben momentan so viele SBCs, die dafür sorgen, vor allem die Icon-SBC. Ich glaube, die läuft aber morgen ab. Das gucken wir auch noch ganz kurz, weil das ist sehr, sehr interessant. Ihr solltet die nach der Icon-SBC einkaufen, weil die eben noch die Preise ordentlich nach oben drücken. Ne? Gucken mal ganz kurz, wie da hier Basis-Icon, die geht noch, ja, 2 Tage. Ist halt interessant zu schauen, was halt am Freitag passiert. Aber behaltet mal die SBC im Auge, um da zu vergleichen, wie die Preise sich entwickeln. Und dann müsst ihr selber entscheiden, wann ihr investiert. Ich kann euch auf jeden Fall so ein bisschen die Preise nennen, wann ihr einkaufen könnt. Ich werde aber erstmal jetzt sagen, was ich machen werde. Und zwar sollte morgen Makai oder Masai, wie man ihn auch aussprechen sollte, der morgen für 14.000 Coins zu haben sein, werde ich mir wahrscheinlich so viele von dieser Karte holen, und es sieht so aus, ob der diesen Preis erreichen wird, werde ich mir ohne Ende von dieser Karte holen, denn ihr wisst, wie es in den letzten Wochen immer ablief. Vor allem ist das ein Brasilianer aus einer guten Liga. Das ist eine perfekte Investition. Vor allem wisst ihr, wie viele Verteidiger aus der Ligue A Brasilianer sind, die man gut benutzen kann. Wie zum Beispiel, glaube ich, Dante hat jetzt eine Inform bekommen. Es gibt diesen Hilton als Inform der Brasilianer. Es gibt einen Naldo als Brasilianer mit einem 86er Rating. Also die sind perfekt zum Verlinken. Und deswegen werde ich diese Karte so oft wie es geht mitholen, weil das eigentlich ein sicherer Profit ist. Ihr wisst, die 81er Außenverteidiger sind alle immer über 20.000 Coins gegangen. Wenn ihr über Footbin jetzt schaut, was der günstigste ja, Außenverteidiger ist generell, da werdet ihr wahrscheinlich einen für 20.000 finden und darunter wird dieser Makal hier sein. Ich habe nicht nachgeguckt, weil ich die Preise selber schon weiß, wie sie in den letzten Wochen waren. Ihr müsstet ja jetzt mittlerweile, nachdem wir das letzte Video gesehen haben, selber alle wissen, wie ihr über Footbin diese Preise rausfiltert und dann auch selbstständig gucken können. Ist der jetzt auf dem günstigsten Preis? Er wird wahrscheinlich auf dem günstigsten Preis sein, der Außenverteidiger. Und da kann ich euch sagen, das wird wahrscheinlich wieder die Investition der Woche sein, weil man wahrscheinlich schnell die Coins machen wird und ja, ziemlich sicher. Also, weil ich gehe mal davon aus, dass wir da definitiv 5.000 Coins in 2 Wochen machen werden pro
Karte, die wir da kaufen. Und wenn wir davon 100 Stück kaufen, dann ist es eine halbe Million. Und ich werde es vielleicht auch diesmal so machen, dass ich tatsächlich eine halbe 100 von diesen Spielern mithole. So, gucken wir uns den Rest so an. Klar, 84er Spieler sowieso immer interessant, vor allem aus der Ligue A und Franzose. Aber 25.000 Coins würde ich nicht bezahlen. Bei diesen Karten würde ich tatsächlich gucken, ob die auf 20.000 Coins gehen. Generell finde ich halt diese Investitionen hier so interessant, dass ich hier bei denen alle maximal eine Karte vielleicht mitholen würde. Fingoli, man kann alle Abstoßspieler hier mitholen, allerdings sind die halt alle noch zu teuer, alle. Auch selbst der 82er hier kostet 17.000, glaube ich. So sieht's aus. Deswegen bezahlt ihr da halt leider noch zu viel und da würde ich auf jeden Fall abwarten. In der Startelf ist eine weitere Investition, die sich extrem lohnen kann. Das ist wieder ein Außenverteidiger, Criscito, vor allem noch ein Italiener aus der Serie A. Der wird die zweitinteressanteste Investition, eine Investition, die sich auch bombastisch lohnen kann. Aber ich werde, wie gesagt, erstmal diesen Marcel hier holen und hoffen, dass ich den morgen sehr günstig bekomme und vielleicht den sehr schnell wieder verkaufen kann, sodass ich danach halt eben Criscito nachkaufen kann. Das ist so der Plan, den ich habe. Ich werde aber auch so, wenn der morgen für einen guten Preis zu haben ist, 5 Stück, glaube ich, von Criscito mitholen, weil auch er eine sehr, sehr gute Investition sein kann als Außenverteidiger. So, der Rest, ja, viele interessante Karten an sich da, wie ein 83er linker Mittelfeldspieler Porto, aber insgesamt die Preise halt momentan noch zu teuer, deswegen würde ich da auch abwarten. Auch Demirbay wäre interessant, wenn der Preis mal für einen ordentlichen, wenn der Spieler mal für einen ordentlichen Preis zu haben wäre. Aber außer den beiden Außenverteidiger finde ich eigentlich hier Balotelli die interessanteste Karte, denn sucht ihr die Karte, findet ihr keine. Und das liegt daran, dass er halt eben momentan als Once-to-Watch-Karte auf dem Markt ist. Und das heißt, er wird erst zu ziehen sein, wenn die Once-to-Watch-Karten weg sind. Das wird am Freitag sein. Und das heißt, ihr könnt diese Karte ja, deutlich seltener ziehen als alle anderen Informs. Vor allem dadurch, dass jetzt noch ein Event ist. Der Donnerstag wird Balotelli, also Donnerstag wird Balotelli eben nicht zu ziehen sein, wo alle ihre Informs ziehen. Das heißt, Balotelli wird deutlich seltener sein als alle anderen Informs, die es gibt. Und das sorgt definitiv dazu, dass diese Karte ein gutes Stück teurer werden kann. Das kann eine Investition werden, die sich mega lohnen könnte. So ist es auch bei Piatek hier. Allerdings ist Balotelli für SBCs noch ein gutes Stück interessanter, weil er ein 85er Rating hat. Er ist Italiener und aus der Ligue A. Sehr, sehr schön zum Verlinken. Die Karte kann auch ein absoluter Jackpot werden. Das Schöne ist, vielleicht dauert es bei Balotelli ein bisschen länger, wodurch ihr vielleicht ein bisschen mehr Zeit habt, sogar in die Karte zu investieren. Das ist sogar sehr vorteilhaft. Und das könnte auf jeden Fall die nächste Karte sein, die so ein Jackpot ist. Also insgesamt, jetzt machen wir es ganz schnell nochmal. Linksverteidiger Marcel, interessanteste Investition, dahinter Criscito und dann Balotelli. Piatek könnte man das ein oder andere mal mithören und vielleicht sogar diesen Bruno Fernandes. Aber insgesamt, diese drei Karten, die ich euch da gesagt habe, sind die interessantesten. Das war's vom Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, es ist nicht zu lange geworden, das Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.